Prinzipien beim Auszeichnen in der Überführung. Folgende Merksätze gelten. Es gilt der Blick auf den Einzelstamm, aber immer auf der gesamten Fläche des Forstreviers. Es gilt, Fläche, Fläche, Fläche zu machen. Dabei ist es sinnvoll, im Forstrevier nach dem Blocksystem vorzugehen. Auf diese Weise werden keine Revierteile vergessen und auch zusätzlich andere positive Effekte erzielt, zum Beispiel wie die Schonung der Forstwege, die gerade außerhalb des bearbeiteten Blocks liegen. Zweitens, es gilt das Prinzip, das schlechteste fällt zuerst. Dabei wird immer vom starken schlechten Ende genutzt, nicht etwa vom schwachen schlechten Ende. Zusätzlich werden dabei keine neuen Schäden aus Fällungen oder Rückungen verursacht. Es gilt auch dabei, entsprechend eingesetztes Personal zu trainieren oder gegebenenfalls auch Unternehmer zu wechseln. Drittens, es ist besser, lieber schwächer, dafür aber häufiger einzugreifen mit Eingriffsstärken von etwa 50 bis 60 Festmetern pro Hektar und dies alle 5 Jahre, als selten und sehr stark einzugreifen. Auf diese Weise werden Schäden reduziert und auch der Reaktionsstress für die verbleibenden Bäume minimiert. Es gilt dabei, stammzahlschonend einzugreifen. Das heißt, im Idealfall ist das durchschnittliche Volumen eines Entnahmebaums größer als das durchschnittliche Volumen der Bäume im verbleibenden Bestand. Das gibt auch einen ökonomischen Vorteil und man kann länger mit den noch vorhandenen Bäumen arbeiten. Viertens. Naturführung ist immer hochwillkommen, aber ihr Auflaufen zwingt zu nichts. Mischbaumarten sind dabei zu erhalten, sie geben mehr waldbauliche Freiheiten, verbessern die Klimaresilienz und sind auch sinnvoll aus Überlegungen zum Erhalt der Biodiversität.